Ihnen einen schönen guten Tag und herzlich willkommen am Rosenmontag. Ja, wir schalten gleich in die Karnevalshochburgen zu den Jecken und außerdem berichten wir heute darüber. Brennender LKW sorgt auf der A2 für lange Staus. Feuer in Vierseitenhof verursacht hohen Schaden. Und Kühe im Schlamm lösen Feuerwehreinsatz aus. Ja, und wir beginnen in Sachsen-Anhalt. Hier mussten Pendler heute auf der A2 bei Thesen in den Morgenstunden einiges an Geduld aufbringen. Zweimal wurde die Autobahn nämlich komplett gesperrt, wodurch es sich kilometerlang staute. Und der Grund war in beiden Fällen ein kaputter LKW. Eine Rutschpartie hat die Woche gleich für mehrere Autofahrer in Südthüringen begonnen. Ist ja nicht gerade das, was man sich unter einem angenehmen Sonntagabend vorstellt. Ein Feuer, das die eigenen vier Wände bedroht. Und das bange Warten auf die Feuerwehr. Und genau das ist gestern Abend in der Gemeinde Jüber im Nordwesten in Sachsen-Anhalt und kommen von der Hitze jetzt zum Frost. Denn draußen bleibt es winterlich kalt. Doch trotz der eisigen Temperaturen bleiben viele Tiere draußen auf den Wiesen und Feldern. Und für ein Tier in Sachsen-Anhalt wurde das jetzt zum Verhängnis. Und das sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Im Flachland war es allenfalls eine steife Brise, die Spaziergängern am Wochenende um die Nase wehte. Doch auf den höchsten Gipfeln Mitteldeutschlands hatte der Wind weitaus mehr Kraft. So viel sogar, dass einigen Ausflüglern auf dem Brocken plötzlich ganz anders zumute wurde. Ich fahre in den kommenden Wochen viel Geduld aufbringen, denn schon wieder ist eine Straße in der Nähe des Hauptbahnhofes vollgesperrt. Und auch der Grund ist nichts Neues. Dort kam es. Ja, und wir machen weiter mit den aktuellen Kurzmeldungen aus unseren drei Ländern. Keinen Fall alleine sein. Immer wenn Frauchen die Wohnung verlässt, ist große Trauer angesagt. Ja, seit 10 Jahren geht das schon so. Und nun ist unser Tierverhaltenstrainer Dr. Ronald Lindner die letzte Rettung. Ob er dem Tier das Rumgeheule noch abgewöhnen kann, also ein Versuch.